Heute ist der 1. Juni und ich möchte euch die bereits vor circa 2 Wochen ausgepflanzten Paradeiser zeigen. Die haben sich schon relativ gut entwickelt. Ich habe sie heute schon zum ersten Mal die Triebe ausgegeizt. Das zeige ich euch dann noch ganz genau. Jetzt schauen wir uns einmal gemeinsam an, wie sich die Paradeiserpflanzen in diesen 2 Wochen entwickelt haben. Die Pflanzen sind schon ordentlich gewachsen. Man kann das an den dunkelgrünen Bereichen erkennen. Sie haben sich schon sehr gut entwickelt und ich musste sie heute bereits zum ersten Mal ausgeizen. Das bedeutet, Triebe, die seitlich entspringen, werden weggebrochen, damit die Pflanze das Wachstum eher mehr auf den Haupttrieb konzentrieren kann. Beim Ausgeizen werden solche kleine Triebe einfach weggebrochen, damit das Wachstum sich eher in die oberen Bereiche konzentriert. Diese kleinen abgebrochenen Geiztriebe kann man sehr gut wieder verwenden als Stecklingsmaterial. Diese sogenannten Geiztriebe steckt man relativ tief in die Erde, ja, so circa 2 bis 3 cm, weil die Paradeiser allgemein die Fähigkeit haben, auch an den Stämmen Wurzeln auszubilden. Für das Ausbrechen sollte man aber keine Werkzeuge verwenden, sondern wirklich nur die Finger. Und zwar hat das den Grund, dass man mit Werkzeugen relativ leicht Krankheiten oder Viren übertragen kann.